Guten Morgen. Das ist Grumpy Cat. Frühstück um 3:15. Aloha, auch endlich mal von mir. Es ist jetzt gleich schon 12:30 und eigentlich war mein Plan, jetzt auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und dann die Pralinen zu machen, aber es regnet. Vielleicht ist das wie die letzten 2 Jahre auch und ich werde es nicht schaffen, auf den Friedberger Weihnachtsmarkt zu gehen, weil immer was dazwischen kam. Gestern war ich versagt, das war meine eigene Schuld. Aber bei dem Regen habe ich einfach keine Lust, ganz ehrlich. So. Die Minzpralinen sind in der Mache. Okay, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass es so ein flüssiger Kram wird. Das muss nämlich jetzt in ein Schälchen und mindestens 3 Stunden kalt stehen. Okay. Ach, jetzt steht ihr schief und ich sitze gerade. Ist so. Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe beschlossen, das zu versuchen. Es regnet nicht. Es fängt wieder an. Aber, okay. Ich ziehe mich schon mal an für die nächste Strecke. Ich könnte natürlich auch den blauen Mantel anziehen, der so verraucht ist. Der hat eine Kapuze. Ach, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin jetzt schon fertig. Das Schuhe anziehen war ganz schön anstrengend. Eine Rindswurst. Was ist hier falsch? Das Ding lag so. Lucy! Scheiße, war es auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist der Grund, warum ich da nicht mehr hingehe. Cool ist die Eisbahn, die noch bis Januar steht. Für die Kinder. Aber sonst, es liegt nicht nur am Schiedwetter oder an Lucy, die blöde Kuh. Es war einfach scheiße. Ich bin kurz nach 9:30 los. Es ist 9:10, als ich wieder hier war. Also. Und ich habe
Beinschmerzen. Wie so ein Wadenkrampf, der anhält. Ich wollte es immer langsamer. So, jetzt habe ich hier noch die Restwurst. Eine halbe ist noch da. Will ich aber nicht mehr essen. Ja, aber wegschmeißen ist auch scheiße. Also, ich habe Lucy jetzt eingesperrt im Wohnzimmer. Ich habe keinen Bock auf sie, ganz ehrlich. Ich bin einfach fertig mit diesem Scheißdreck, ganz ehrlich. Ich kann so nichts mehr stehen lassen. Ich bin eigentlich nicht so der Tete-Gip-Fan, aber dieses hier mit Jasmin, Melisse, Bergamott und Orange ist mein allerliebstes. Besser geht nicht. Und jetzt machen wir einen schönen Nachmittag. Ich guck mal, was auf Dings so abgeht, auf Beim. Und das ist jetzt irgendeine Legende von einem Bergkönig. So, die ersten 13 Stück sind fertig. Angeblich soll man da 25 rauskriegen. Aber wie klein sind die denn dann? Guck mal, wie groß mein Finger ist. So, die Soße ist soweit fertig. Die teuren China-Tomaten sind drin. Ja, bisschen Brühe, bisschen Sahne. Knoblauch, Zwiebeln, Brühe, Kräuter, Salz. Und Chili, ich habe noch Chili reingemacht. Hier seht ihr das kleine rote Chili. Das lassen wir jetzt fertig kochen. Und hier kocht langsam das Wasser für die Nudeln. Und dann werde ich was essen. So, die Bolognese ist fertig. Es gibt noch einen Gurkensalat dazu. Und ich downloade gerade ein Spiel. So, dann war es plötzlich 10 nach 10. 27 Millionen Runden Dead by Daylight später. Und ich gehe jetzt ins Bett. Ich schneide den Vlog erst morgen. Werdet ihr ja sehen, brauche ich gar nicht erzählen. Okay, ciao. Guten Morgen. Ich gehe jetzt zum Arzt. Lass den mal auf mein Bein schauen und dann werden wir sehen, was passiert. Was ist denn das für ein Montag? Vor 9? Habe ich noch nie erlebt. Okay, also ich werde keinen Vlog schneiden. Es ist jetzt 20 nach 9 und ich werde mir ein Taxi rufen, um ins Krankenhaus zu fahren. Ich soll in die Ambulanz, um zu gucken, dass es keine Thrombose ist. Macht doch Sinn, habe ich aber keinen Bock drauf. Also ich habe jetzt ich bin gewickelt worden und habe 2 Spritzen in den Bauch gekriegt. Die Spritzen merkt man nicht, aber es brennt das Zeug. Immer noch. Und es war jetzt vor einer Viertelstunde oder so. Deswegen habe ich noch weniger Lust, da hinzufahren. Um mir anzuhören, ich muss hier 2 Wochen mich selber spritzen. Das würde ich nicht tun. Die Therme kommt wieder, was mich echt freut. Okay, keine Thrombose, kein gar nichts. Ich brauche einen Stützstrumpf. Ich habe irgendein irgendwas mit den Lymphen. Ich weiß nicht, ob man ein bisschen erahnt, dass sich hier was getan hat. Ich hoffe schon. Es ist nicht mehr ganz so crowded. Also, es tut mir leid, ich habe heute nicht mehr gefilmt. Nach dem Schreck heute Morgen, es könnte ja was Blödes sein oder nicht, ist nicht, alles ist gut. Nein, es ist nicht alles gut. Man hat bei dem Ultraschall sehen können, die Haut bis auf den Knochen besteht ja zu ganz vielen verschiedenen Hautschichten. Und es gibt diese eine Hautschicht, da konnte man richtig sehen, wie sie abgespalten war von den anderen. Das hat irgendwas mit den Lymphdrüsen, was auch immer zu tun. Also ich brauche Lymphdrainage. Trotzdem sind die Schmerzen im Bein halt noch da, ne? Und jetzt im Bauch, wo sie mich gespritzt haben, weil es blaue Flecken sind, die Sorge war ja, dass es eine Venenthrombose ist. Aber ich habe ganz wunderschöne Venen.
Was ich sehr spannend finde, dafür, dass ich so übergewichtig bin. Da klopft man auf Holz und dank Gott. So, ja. Also, aber genau, ich musste mich danach erstmal hinlegen und ich habe mir jetzt eine Pizza bestellt, tatsächlich. Das schiebe ich seit Wochen vor mir her und eigentlich wollte ich es immer machen, habe ich nicht gemacht. Heute habe ich mir jetzt eine bestellt, eine schön scharfe. Ich werde jetzt den Vlog schneiden, dann gibt es einen 2-Tages-Vlog von mir. Von gestern, wo mehr war und heute, wo nicht so viel war. Und ich hoffe, wir starten morgen wieder neu mit Milo beim Tierarzt, die ist seine erste OP. Ich habe so, also mit mir. Da muss ich schon sagen, ich habe echt Schiss. Wobei das, was mich am meisten stresst, ist die Angst vor, er kriegt nichts zu fressen morgen früh. Und trischt dann auf Lucy ein. Weil das hat er hat jetzt schon weniger gekriegt. Und er ist jetzt schon auf Lucy losgegangen, weil er Hunger hat, der arme Knauz. Naja. Okay, jetzt wisst ihr Bescheid. Adios. Au revoir.